Hi, heute gestalte ich meinen Kalender für den März 2021 zusammen mit euch. Und weil ich mal einen anderen Hintergrund wollte, habe ich mir hier so ein hellgrünes Papier ausgeschnitten, so damit man die Monatsübersicht noch sehen kann. Und ich habe mich dabei sehr von meinem Bullet Journal Setup für den März 2021 inspirieren lassen. Die Schrift wollte ich also ähnlich haben. Und deshalb habe ich mir das Bullet Journal hier nebendran gelegt und dann die Schrift erstmal mit Bleistift vorgezeichnet und dann mit Bleistift auch noch so einen ganz großen Kringel um die Schrift gemacht. Und dann habe ich mir einen hellgrünen Marker geschnappt und einfach die Schrift nachgefahren und mit einem dunkelgrünen Marker Schatten gesetzt. Dann habe ich mir wieder den hellgrünen Marker geschnappt und einmal die große Spirale nachgefahren. Dann an den Kringel kleine Blätter, große Blätter, Blüten, Kringel rangemalt und die dann auch anschließend ausgemalt. Zum Schluss habe ich das Blatt, auf dem ich das Ganze gemalt habe, auch noch mal richtig auf den Kalender aufgeklebt, weil ich habe mir das ja erst zurechtgeschnitten. Und jetzt ist der Kalender auch schon fertig. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Hier könnt ihr nochmal den Vergleich zum Bullet Journal sehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!